Du bist noch heil, wie ich sehe. Was hast du gefunden? Einen Brief von dem Feigling Macondal. Er bereitet eine Zeremonie. Voodoo? Ja, doch zu welchem Zweck? Macht. Welchen anderen Zweck gibt es? Gib vor, dass die Geister mit dir sind, besonders die gefährlichen. Und das Volk glaubt fast alles, was du sagst. Das ist die wahre Magie. Elise folgen, machen wir gerne. Machen wir es ein bisschen schneller. So, ist, läuft die schnell. Ja. Da entlang, versteckt in den Bäumen. Hallo. Warte, ich kenne diese Männer. Es sind entflohene Sklaven, angeheuert in Saint-Danger. Der Hüttenstadt? Oui, obwohl sie dem Namen kaum gerecht wird. Ein elendes, überfülltes Nest. Die Männer in eurem Lager? Sie kamen aus Saint-Danger? Oui. Roussillon war nicht glücklich, als ich sie anheuerte. Aber er hat sich daran gewöhnt. Bitte, tu ihnen nichts. Das versteht sich von selbst. Na dann, viel Glück. Geh, ich bin in meinem Geschäft, falls du mich brauchst. Niemanden außer dem Gehilfen töten ist das Ziel, indem wir... Oder während wir das... Den Pfad zum Lager erreichen... Noch sind wir geschützt, okay. Was sind das da für Zeichen? Ich weiß es nicht. Ich laufe auf jeden Fall mal direkt hier hin. Und bleiben lieber unentdeckt. So, den Gehilfen in ein ruhiges Gebiet verfolgen. Ach, er ist das, okay. Ach du Scheiße. Okay, ich verstehe. Ja, 15 Sekunden, ja, keine Sorge. Aber den würde ich dann doch lieber irgendwie hier rüber verfolgen wollen. Ja, Warnung, Sperrgebiet, ist klar. Aber es bringt noch nichts, wenn wir den jetzt hier irgendwie attackieren wollen oder was auch immer. Dafür ist da einfach noch viel zu viel Aufmerksamkeit vorhanden. So... Der läuft da weiter. Dann laufen wir mal parallel in diese Richtung. Oh oh, 5 Sekunden. Komm schon. So, er hat uns noch nicht gesehen, sehr gut. Und hier oben guckt er höchstwahrscheinlich auch nicht hin, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob das hier schon das ruhigste Gebiet ist. Ich warte mal lieber noch kurz. Weil eigentlich könnte man ihn noch sehen. Oder kann man... Warte. Habe ich keinen Schuss mehr? So. Tschüss. So, Kiste plündern. Das wird natürlich jetzt auch noch eine Herausforderung, dass die mich nicht sehen. Aber anscheinend war es wirklich das Ziel hier, ihn zu töten. Von daher sollte das gehen. Mein getreuer Gehilfe, die Vorbereitungen sind beendet. Unsere Zeremonie wird in der Johannisnacht stattfinden. Versammle meine Anhänger. Okay, die Assassinen hat... Ja, das haben wir ja. Und wir sollen zum Versteck des Schmugglers zurückkehren. Okay, dann nehmen wir mal wieder den Baumweg. Ja, sehr schön. Ich mag das. Hab ich ja noch gar nicht erwähnt. Das ist auch vor allem... eine sehr schnelle Reisemöglichkeit. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Assassin's Creed-Teilen umgesetzt wurde. Das hier soll ja wirklich eines der schlechteren Teile sein. Aber trotzdem gefällt mir das noch einigermaßen ganz gut. Oder eigentlich schon echt gut, aber ich weiß halt nicht, wie die anderen alle umgesetzt wurden. Komme ich hier einfach? Ich sehe hier zumindest nichts, von daher würde ich jetzt mich hier einfach fallen lassen wollen. Zack, und
hinab. Also ich würde das nicht machen wollen. Ach, ja, ich hätte auch einen schönen Todessprung nehmen können. Ich sehe hier jetzt noch keinen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ich kann es mir nicht unbedingt vorstellen, muss ich sagen. Von daher laufe ich jetzt mal nicht direkt dahin, sondern bin ein bisschen ruhiger. Ach so, hier sind wir jetzt. Das hier haben wir doch jetzt eben befreit, wenn ich mich nicht ganz irre, oder? Genau, genau, so war das. Hallo. Er hat Eier aus Stahl. Und nun? Wo ist Elise? Meine Gesellschaft reicht dir nicht? Oh, das schmerzt. Oh. Sag, was hast du gefunden? Du kannst mir ebenso vertrauen wie der Lady. Ich schwör's. Ich brauche jetzt keine Vertrauten, sondern Informanten. Macondal wird in dieser Johannisnacht eine Zeremonie abhalten. Doch ich weiß nicht wo. Ich weiß, wer helfen kann. Und dafür kannst du mir auch helfen. Es gibt einen einen Medizinmann in Saint-Danger. Die Augen und Ohren des Bayou. Ich schickte Elise zu ihm mit Vorräten. Doch sie vergaß dies. Es ist so schwer, heutzutage ehrliche Kriminelle zu finden. Gib ihm das, gewinne sein Vertrauen und die Geheimnisse des Bayou gehören dir. Vielen Dank. Apropos, komm zurück, wenn's erledigt ist. Ich habe einige Aufgaben, die einer Frau deines Kalibers bedürfen. Und etwas Arbeit auch. Ja, haha, sehr lustig. Volle Synchro, niemanden getötet, korrekt. Und wir laufen mal wieder weiter. Und es wird dunkel. Die Nacht nähert sich dem Ende. Sie nähert sich einfach nur. Bis das zu Ende sein wird, wird es noch ein bisschen dauern. Sieht echt schön aus. Wow. Ich will das auch können. Mano. Das haben sie echt schön gemacht. Kann ich nur immer wieder betonen. Mist. Da habe ich es nicht mehr hinbekommen. Aber so lange, so weit wird das wahrscheinlich auch nicht mehr sein, denke ich mal. Da vorne ist noch ein Schmuggler. Laufen wir mal kurz in seine Richtung. Hier rechts. Smuggler. Irgendwo hier soll einer sein. Da. Hallo. Was hast du denn dabei? Kurzwaffen. Machete. Hatten wir schon. Vorräte. Munition. Haben wir. Das reicht eigentlich auch noch. Rauchbomben brauche ich auch nicht. Taschenuhren weiß ich nicht, wofür wir die benötigen könnten. Von daher laufen wir einfach weiter in diese Richtung, würde ich sagen. Und ich weiß halt nicht, wie weit das hier noch ist, aber irgendwann werden wir halt auch am Ziel sein. Und da oben wäre tatsächlich wieder noch ein Weg gewesen über die Bäume. Aber so decken wir zumindest immer ein bisschen mehr die Karte auf. Chuck, chuck, chuck. Nur der Sound vom Wasser ist zum Beispiel immer der gleiche, was soll's. So. Wie weit müssen wir denn hier noch? Kommen wir hier? Irgendwie hoch? Nö. Nee. Hier geht's nicht weiter hoch. Aber das sieht doch schon nach einem günstigen Ziel aus. Von daher haben wir es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr allzu weit. So. Ich weiß nicht, ob das hier sicher ist. Aber sonst wäre zumindest ein Sperrgebiet eingezeichnet. Wenn es sehr gefährlich sein sollte. Da ist ein Schatz eingezeichnet. Ich weiß nicht, wo wir hier sind, ne?
Aber wenn da ein Schatz ist, dann gehen wir zum Schatz. Machen wir es so. Guten Tag. Kann ich mit dir sprechen? Oder nur bestehlen? Nee, das will ich nicht. Das ist irgendwie so eine Sache. Wenn man es optional machen kann, dann mache ich das eher nicht. Und man muss hier anscheinend hoch. Kommen, da. Ey, du kannst hier doch. Hier sind Ranken. Oder hier auf der Seite. Leertaste. Da steht Leertaste klettern. Hm. Oder wir nehmen einfach diese Leiter. Zack, 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 zack. Ich bin ein Profi, wie ich gerade merke. Und wir nehmen mal ganz gewieft die andere Seite. Ach Mensch, tut mir leid. So. Wo haben wir es denn? Wahrscheinlich hier oben irgendwo. Genau hier drauf. Müsste das sein? Oder auch nicht? Wo ist das denn? Genau, hier soll nämlich ein Schatz eigentlich versteckt sein. Wenn ich jetzt hier mich hängen lasse, ein bisschen runterkraxel. Kraxel Schulz. Da geht's rein, okay. Ah. Noch versteckter. Wenn wir gleich noch hier rauskommen, wäre es super. 1500 oder 750 nur, natürlich. Dann gehen wir wieder raus. Zack und... Na komm. Autsch. Gut, dann laufen wir jetzt zu Elise und geben unsere Sachen ab, die wir bekommen haben. So. Hallo. Johannesnacht. Die schmutzige Arbeit des Mentors beenden. Bevor wir das machen, gucke ich mal ganz kurz hier vorbei, was hier ist. Ein Schneider. Vielleicht gibt es ja neue Sachen. Ich denke mal nicht, aber... Oh, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einen kleinen Rauchbombenbeutel zu kaufen. Die ich ja so häufig verwende. Erstmal nicht. Ich bin eigentlich schon zufrieden mit der Kleidung, die sie jetzt derzeit anhat, ne? Hüte? Der sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Aber da gucken dann halt nicht die Haare raus. Von daher lasse ich das mal so, wie es jetzt ist. Und wir sparen Geld. Nur so als Nebeneffekt. Okay, dann machen wir mal mit der Erinnerung weiter. Die schmutzige Arbeit des Mentors beenden. Elise! Aveline! Ist Macondal noch am Leben? Er hält heute Nacht eine Zeremonie ab. Ehrwürdiger, ich bringe Vorräte von Roussillon. Dank. Dieser Macondal übt bösen Einfluss auf das Volk von Saint-Danger aus. Wenn du ihn aufhältst, werde ich helfen. Ja, sein Schatten reicht weit über die Ufer des Pontchartrainsees. Er ist im Besitz eines Giftes, von dem du dich nicht erholst. Niemals. Ich gebe dir ein Gegengift. Doch es eliminiert das Gift nicht. Es mindert nur seine Wirkung. Die Zeit ist knapp. Du musst es sofort nehmen. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Vielen Dank. Heute Nacht geht es los. Ich kleide mich als Sklavin. Dann bin ich für Macondals Anhänger unsichtbar. Ich bin bereit, wenn du es bist. Johannes wird sich noch umschauen.
Gut. Dann müssen wir... Ach, uns mal wieder was kaufen. Dann kleiden wir mal uns nach der Renovierung. Die natürlich auch innerhalb von ein paar Sekunden geht. Kleiden wir uns mal um. Und zwar nehmen wir... Die Sklavenkleidung. So. Okay, lass losgehen, Elise. Wie lange arbeitest du schon mit Roussillon? Jahre. Ist er dein... Naja. Oh Gott, nein. Nein, nein, versteh das nicht falsch. Ich würde ein Auge für ihn geben. Aber der in meinem Bett nie. Und wäre der letzte Mann in Nouvelle France. Woher kennst du ihn? Roussillon rettete einst mein Leben, vor langer Zeit. Ich dachte, ich schulde ihm was, also half ich ihm, sein Geschäft aufzubauen. Der alte Teufel zeigte mir ein paar Tricks und lernte mich an, wenn du verstehst. Natürlich mache ich die ganze Arbeit. Mhm. Was haben wir denn da? Aufgespießte Leute? Nun, hier ist es. Das Reich der Toten. Heimelig, was? Spooky. Ach du Scheiße.